Moin moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place. Wir befinden uns hier an einem Ort, wo wir schon mal waren. Ein ehemaliges Krankenhaus. Und ist glaube ich, wie lange ist das her? Monat oder so? Da waren wir schon mal hier. Da war uns das aber alles ein bisschen zu unsafe. Beziehungsweise hatten an dem Tag echt ein schlechtes Gefühl. Hier haben auch was gehört. Bäh. Und haben uns dann wieder vom Acker gemacht und ja, jetzt waren wir gerade in der Nähe und haben gedacht, schauen wir einfach mal wieder vorbei und gucken, wie es jetzt aussieht. Ich bin gespannt. Es nieselt und es gewittert leicht. Perfekte Stimmung, um ein verlassenes Krankenhaus zu erkunden, würde ich sagen. Verbale Aggression, unverständliche Worte, erbrochen, eingenässt, eingekotet. Alter. Hey, wer bist du denn? Ja, genau du. Verhältst mir, du hast so schöne Hände. Ich würde gerne mit dir essen gehen. Und ich verspreche dir, wenn du ganz, ganz lieb zu mir bist, stelle ich dir auch Alter, meine Familie vor. Wie creepy ist das denn? Das ist richtig krank. Wir haben uns jetzt nochmal die Maske aufgesetzt, alle, weil das schon teilweise echt ziemlich verschimmelt aussieht hier. Das sieht man hier auch an der Wand. Na? Ich hoffe, man sieht's. Und ich hoffe, man versteht mich noch. Und wie in der letzten Klinik, wo wir auch waren, mit diesen Fernsehhalterungen, haben wir hier jetzt aber noch komplette Fernseher an der Wand hängen. Ein normales Patientenzimmer hier mit Toilette dann auch wieder. Schon doch jetzt ein bisschen randaliert worden. Scheiße. Ups. Alter, hier sind auch schon wieder so fette Gänge. Unendlich lange Gänge schon wieder. So, und die Patientenzimmer zeigen wir jetzt, wie beim letzten Mal auch, nicht alle, weil die einfach normal ziemlich gleich aussehen. Was haben wir hier? Schwesternzimmer. Mal reingucken. Ja, hier wurden die Medikamente und so aufbewahrt, ne? Da. Spritzen. Adapter und. Türen, ey. Das sind diese extra großen Türen, damit du damit mit Liege durch kannst, ne? Das ist ganz interessant, auf jeden Fall. Vielleicht OP oder so ein Ding? Ne. Nee, sieht nicht so aus. Machen wir wieder zu. Zimmer 11 bis 12. Radioaktiv auf jeden Fall. Oh, was? Also Strahlen. Keine Ahnung, was damit gemacht wird, aber. Ich will da gar nicht so nah rangehen, ey. Das ist ein alter Fernseher. Ich guck mal. Ja, also radioaktiv irgendwas. Dann hast du irgendwie Röntgenfilme genauer lassen. Brauchst du auch einen Schlüssel für? Boah, das Ding ist auch so schwer, wa? Ja, das fährt auf Rollen. Alter.
Boah, keine Ahnung, was das ist. Wenn das zufällig jemand weiß, der zuschaut, zuschauert, schreibt es mal in die Kommentare. Aber wegen solchen... Ich hab mal reingekackt. Echt jetzt? Ja. Wieso habe ich da noch reingeguckt? Das ist am Klo. Wir machen sonst was. Und deswegen, also nicht wegen der Kacke, sondern wegen diesem radioaktiven Zeugs und so, finde ich einfach so mega interessant an Krankenhäusern, ne? Da gibt es einfach so viel Zeug, so viel geilen Scheiß zu erkunden. Hier mal eine kurze Aufnahme von drinnen aus dem Fenster. Weiß null, wo wir sind, ne? Ich auch nicht. Mit einem relativ guten Ausblick. Und da sieht man mal, wie, also so ungefähr, wie groß das Gelände hier ist. Und hier befinden wir uns jetzt in der Cafeteria. Das ist keine Cafeteria. Ja, doch, stand doch da, oder nicht? Speisesaal. Was? Da stand ja auch den Speisesaal nicht in Schutzkleidung betreten, aus Hygienegründen und sowas. Gut, hier steht jetzt nichts mehr. Geht's nicht weiter? Fast am Brust nichts anderes, das ist ein bisschen widerlich. Ach du Scheiße. Ja, dann holst du dir AIDS, ey. Warte, ich will nur so eine Kanüle anfassen. Nein! Du hast kein Pellen mit Blut. Was? Ja. Vielleicht auch so ein Fläschchen, Schatz. Ja, das will ich anfassen. Nee, pack ich nichts an. Ach, die Flaschen? Ja, die Flaschen. Oh, keine. Ja, so ein Fläschchen. Ja, das ist irgendein Zeug, was man spritzen kann, ne? Mhm. Ich fasse hier, wie gesagt, nichts an. Was steht da drauf? Ranitidin. Auf jeden Fall eklig. Alter, guck mal hier hin. Alter. Sind die Orientierung verloren? Ja. Ein wenig. Hm? Ja, das habe ich gerade schon gefilmt. Kannst du noch reinjagen? Guck mal. Kannst du noch reinjagen? Viel Spaß damit. Ja. Wenn die OPs sind. Oh, Gewitter. Dann müssen hier, oder muss hier, eine Leichenhalle sein. Oh ja, hier ist eine. Und die wollen wir noch finden, auf jeden Fall. Was ist MacTurn? Wir werden es noch rausfinden. Oh. Das sieht steril aus. Also, pass mal, vielleicht. Oh. Mach mal vorsichtig. Nicht, dass wir die. Oh, die ist schon schwer. Hast du da was zum Zwischen? Ja. Hier mega viele Waschbecken zum Händewaschen. Anschlüsse, die wir auch in der letzten Klinik schon gefunden haben. Vakuum und Druckluft. Da wurden die dann, konnten ihre Klamotten ablegen. Dann geht es da nämlich weiter zum OP, da konnte ich durchgucken. Die Patienten. Patienten müssen in den OP immer reingefahren werden. Das ist bestimmt für die zum Umziehen. Ja, oder für die Ärzte halt. Ja, fürs Personal. Da kann man auf jeden Fall direkt durchgehen zum OP-Raum. Immer reingeschaut. Ach so. Das ist so schön. Ja, hier, das ist hier. Hier haben die sich bestimmt umgezogen. Halt aus. Hier steht wieder alles. Zelle. Junge, ist das noch groß? Da ist dieses Klinikschild. Siehst du? Ja. Da müssen wir auch noch hin, da will ich auch noch mal gucken. Das ist so krass. Alter, die Atmosphäre hier mit dem Gewitter. Ja.
Ja, das ist keine Leichnacht. Nee, das ist so eine Art Abstellkeller. Da ist noch ein Aufzug auf. Okay, du hast recht, da können Betten rein. Das heißt, die müssen hier auch runtergefahren worden sein. Oder konnten. Das war Wäsche oder so. Oder nicht? Wäsche vielleicht? Ja, genau. Hier gibt es auch die Bettenkarten und sowas. Leute, das ist so unglaublich groß. Wir laufen hier jetzt seit 6-7 Minuten nur im Keller rum. Boah. Und das hat einfach kein Ende. Es geht immer weiter. Riesig. Grundsteinlegung, Krankenhaus, Neubau. Hm? Der Strom steht auf off. Alter Schwede. Also das ist wirklich richtig krass. Hör auf. Speed. Gleich geht das los hier. Ich habe Angst, dass mir das Ding runterfällt. Alter Schwede. Wahnsinn. Was ist da hinten? Guck mal da. Das sind so Bilder, ne? Das sind noch Röntgenaufnahmen. Oder? Oh, das Ding ist leer. Das strahlt gar nichts mehr aus. Aber das sieht aus wie vielleicht so ein Kopf. Gerönter Kopf. Keine Ahnung, ich kenne mich da null aus. Hast du einen Kopf überhaupt Röntgen? Nee. Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Musst du doch oder nicht, wenn du so einen Tumor feststellen willst oder so? Röntgen hast du ja nur Knochen. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Arzt. Ich bin ein Kernsplint. Vielleicht haben wir einen Arzt in den Kommentaren, der uns das beantworten kann. 100% diesen Beruf. Aber hast du das gesehen? Das bin ich. Nee. Lügst du auch. Ja, das ist verlaufen. Das ist auch vorhin irgendwo rausgekommen, da war eine Phase und die wieder verlaufen. Hier haben wir noch nicht. Nee, Quatsch, Alter, was geht denn da noch alles? Nee, die Tür kenne ich nicht. Oh, heftig. Das ist auch flüssig. Oh, hör auf, ey. Ja, das ist steinhart. Das wird ein Thumbnail. Kannst du noch mal anpinnen? Oh, was? Ach, Jesus, positiv. Ach, das ist schon ein bisschen eklig, ey. Von jemand anders ist das Blut da jetzt da drin. Da stehen auch noch echt Daten drauf und so, ne? Von dem Patienten. Wir sind schon wieder im Keller unterwegs, in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch die Leichenhalle finden. Oh, 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 oh. Was? Deine Kamera hat mich voll erschrocken. Hier ist die, hier ist die. Nein. Patienten Richtung Leichenhalle. Die ist da links um die Ecke, die Leichenhalle. Wir haben sie gefunden. Oh, ich sag mal, der hat einen Briefkasten. Und hier ist sogar ein Rollstuhl. Den muss ich mal nachbauen. Boah. Krass. Das ist beängstigend, aber auch echt krass. Guckt euch das mal an. Da lagen mal Tote drin. Also auf der einen Seite ist es echt interessant und auf der einen Seite einfach auch irgendwie, weiß nicht, gruselig und traurig. Beklemmend irgendwie, finde ich. Ja, hier nach Obduktion verstorbene Bittenküfer. Oh. Jetzt kannst du auch sehen, wie das alles abfloss. Alter. Guck mal, das ist ja noch gar kein Blut. Ja, das Zeug. Das ist jetzt aber echt makaber, ey. Meinst du das von der letzten Obduktion? Das ist. Aber das ist aber echt das Blut. Also, das ist krass jetzt. Hey, habt ihr das schon gesehen? Das Kreuz. Da hängen noch Mäntel.
Boah. Das ist echt heftig. Alter, ey. Besseres Feeling gibt's noch nicht. So ein gruseliges Krankenhaus. Oh. Also, das war jetzt geil. Gott sei Dank habe ich die Kamera an. Junge. Gruselige Aufnahmen. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf dem Rückweg, waren den ganzen Tag unterwegs, ich bin auch echt ein bisschen kaputt. Wir haben echt coole Sachen gesehen dieses Mal und das Krankenhaus jetzt vor allen Dingen fand ich auch echt ziemlich beeindruckend. Ich stehe sowieso generell auf dieses Verlassen der Krankenhäuser und so, das ist echt geil und interessant, das so zu sehen. Teilweise auch traurig und lässt dann so ein bisschen nachdenken, so wenn man unten in der Leichenhalle steht zum Beispiel, das ist schon echt heftig. Ihr könnt ja auf jeden Fall auch vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr so mega interessant findet. Zum Beispiel wie ich jetzt Krankenhäuser. Würde mich mal interessieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!